In diesem Video gebe ich euch ein paar Einblicke in den Ablauf des mündlichen Auswahlverfahrens an der Bucerius Law School. Das mündliche Auswahlverfahren für die Law School findet ein paar Wochen nach dem schriftlichen Auswahlverfahren an einem Freitag und an einem Samstag statt. Ihr müsst aber natürlich nur für einen der beiden Tage auf den Campus kommen. Nach eurer Ankunft werdet ihr begrüßt und startet dann gemeinsam mit euren Mitbewerberinnen in einen vollen Tag. Der gliedert sich in vier Teile: euren Thesenvortrag mit anschließender Diskussion, zwei Einzelgespräche und zum Schluss gibt es noch eine Gruppenaufgabe. Zuerst zum Thesenvortrag. Eure Aufgabe wird es sein, in 15 Minuten ein kontroverses gesellschaftliches Thema vorzustellen, das ihr dann im Anschluss an euren Vortrag mit drei MitbewerberInnen diskutiert. Den Vortrag bereitet ihr zu Hause vor. Und es lohnt sich, dort etwas Liebe in die Vorbereitung zu stecken und sich Gedanken über ein passendes Thema zu machen. In der anschließenden Diskussion zeigt sich dann nämlich, ob das Thema streitbar und facettenreich oder doch eher durchdiskutiert ist oder ob es sich schlicht wenig zur gesellschaftspolitischen Diskussion eignet. In meinem mündlichen Auswahlverfahren haben wir zum Beispiel über gendergerechte Sprache, den Umgang mit NS-Kunst, über Stadionverbote für Hooligans und das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Eher nicht zu empfehlen sind rein juristische Fragestellungen. Da kennen sich nämlich die PrüferInnen wahrscheinlich besser aus als ihr. Wichtig ist, dass ihr keinen Beamer zur Verfügung habt und an Materialien höchstens ein Handout mitbringen könnt, zum Beispiel um eine Grafik zu zeigen. Hintergrund dessen ist, dass es nicht darum geht, zu schauen, wie gut ihr PowerPoints gestalten könnt, sondern wie überzeugend und präzise ihr ein schwieriges Thema mündlich darstellt. In der anschließenden Diskussion nehmt ihr die Rolle der Moderatorin oder des Moderators ein. Um die Diskussion anzufachen, könnt ihr zum Beispiel eine These an das Ende eures Vortrags stellen, über die ihr dann gemeinsam sprechen wollt. Manche Themen eignen sich auch dafür, mehrere Thesen oder Fragen in den Raum zu stellen. In jedem Fall seid ihr dafür verantwortlich, dass sich das Gespräch gut entwickelt. Argumentieren zum Beispiel eure MitbewerberInnen alle in eine ähnliche Richtung, kann es sinnvoll sein, den gegenteiligen Standpunkt zu vertreten, um auch andere Aspekte des Themas zum Vorschein zu bringen. Während die anderen Menschen aus eurer Gruppe ihre Vorträge halten, seid ihr als aufmerksame ZuhörerInnen und natürlich in der anschließenden Diskussion gefragt. Nach dem Thesenvortrag folgen zwei Einzelgespräche, die je 30 Minuten dauern. Eines der Gespräche befasst sich oft vorrangig mit eurem Lebenslauf, euren Interessen und natürlich eurer Motivation, Jura zu studieren. Dafür dienen auch die Angaben, die ihr im Online-Bewerbungsbogen im Bewerberportal gemacht habt. Dafür empfiehlt es sich, möglichst authentisch und aufgeschlossen in dieses Gespräch zu gehen. Die Prüferinnen und Prüfer sind alle sehr nett und freuen sich darauf, euch kennenzulernen. Was jedoch immer mal wieder vorkommt, ist, dass jemand Angaben zu irgendwelchen Fertigkeiten macht, die ein bisschen großzügig aufgetragen sind. Diesbezüglich möchte ich nur warnen, dass die Prüferinnen und Prüfer auf Verdacht gerne auch mal einen Kandidaten ans Klavier bitten oder das Gespräch plötzlich in einer anderen Sprache fortsetzen. In dem zweiten Einzelgespräch soll abgefragt werden, wie gut ihr analytisch denken und argumentieren könnt. Dabei kann es vorkommen, dass euch Fragen gestellt werden, bei denen ihr Schwierigkeiten habt, sie zu beantworten. Das können zum Beispiel Fragen sein wie: Wie viele weiße Tennissocken gibt es in Deutschland? Aber auch: Stellen Sie sich vor, Sie sind WahlkampfmanagerInnen einer Partei. Wie erreichen Sie die jungen Wählerinnen und Wähler? Dabei ist es dann nur wichtig, ruhig zu bleiben und zu einem begründeten Ergebnis zu kommen. Was genau eure Antwort ist, ist meistens völlig zweitrangig. Die letzte Aufgabe im Auswahlverfahren ist die Gruppendiskussion. In 45 Minuten bearbeitet ihr eine vorgegebene Aufgabe, die ihr dann im Anschluss in 5 Minuten den Prüferinnen und Prüfern präsentiert. Dabei zählt vor allem eure Teamfähigkeit, also ob ihr konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten könnt oder um jeden Preis eure Position durchdrückt. So kann man zum Beispiel dadurch hervorstechen, dass man bewusst auf die Argumente der anderen eingeht, diese nochmal zusammenfasst und insgesamt als Moderator oder als Moderatorin versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, statt den eigenen Standpunkt durchzuboxen. Danach geht ein anstrengender Tag zu Ende, der für gewöhnlich mit dem traditionellen Bewerberbier unserer Studierendenvertretung endet. Bei hoffentlich gutem Wetter könnt ihr gemeinsam mit Studierenden und MitbewerberInnen den Tag ausklingen lassen und in den wohlverdienten Feierabend starten. So, das war's zum Ablauf des mündlichen Auswahlverfahrens. Kommen wir noch zu der letzten großen Frage. Was ist eigentlich der Dresscode?
Als Grundregel gilt, kommt so, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Und das ist ganz ernst zu nehmen. Von den Extremen würde ich allerdings abraten. Anzug und Jogginghose können meines Erachtens getrost im Schrank bleiben. Das war's von mir. Wie immer erreicht ihr uns auch in der Facebook-Gruppe Bucerius Law School eure Fragen, unsere Antworten oder über unseren Instagram-Account @lawsim.